So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Stadtgesprächs. Dafür haben wir heute die Stadt mal ein bisschen verlassen, sind nach Korb gefahren in den Rems-Murr-Kreis, um diesen jungen Mann zu begrüßen, Hansi Müller. Herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Sehr gerne, ich freue mich. Herr Müller, wenn wir Sie als Gast haben, ist natürlich ganz klar, zwei Themen wollen wir vorrangig ein bisschen behandeln. Zum einen wird es der VfB Stuttgart sein, nach dem Wiederaufstieg. Zum anderen wollen wir aber auch das Geheimnis klären. Sie sind 60 geworden, schauen aber immer noch jung aus. Was ist das Geheimnis? Zum Beispiel einen jungen Sohn. Der 7 ist der Sandro, der hält mich fit. Und meine Frau, die Elke, ist auch 14 Jahre jünger. Das heißt, ich muss mich also anstrengen. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich treibe nach wie vor Sport in Form von Fußball. Wir haben so eine Montagskickerrunde. Im Winter ein bisschen Skifahren. Inzwischen bin ich auch unter die Golfer gegangen. Also ich bin schon noch in Bewegung. Und ja, ich glaube, letzten Endes noch auch eine gute Ernährung, die, wo man darauf achtet, dass man. Ich habe zwar ein paar Kilo zu viel, aber dass man nicht noch mehr einsetzt und genügend Schlaf. Alkohol trinke ich gern, ein Glas Wein, aber auch in Maßen. Ich denke so, das Gesamtpaket passt und deswegen fühle ich mich ehrlich gesagt auch nicht wirklich wie 60. Wie ist so das Handicap? Ich hoffe einigermaßen entfernt vom Alter. Ich habe erst im April die Platzreife gemacht. Ah, okay. Das heißt, ich werde nächstes Jahr hoffentlich Turniere nützen, um mich runterzuspielen. Weil 54 ist natürlich ein bisschen hoch als Anfänger, aber ja, da muss man viel üben und wie gesagt, nächstes Jahr stehen ein paar Turniere an. Jetzt ist ja die Saison fast rum und da hoffe ich, dass ich mich ein bisschen runterspielen kann, aber ich mache es eigentlich nicht wegen dem Handicap oder weil ich sage, jetzt muss ich gut sein, sondern weil auch meine Frau und mein Sohn beide spielen und so sind wir mit der Familie am Wochenende hier in der Region auf tollen Golfplätzen. Und da verbringe ich eben die Zeit mit der Familie. Wenn die beiden nicht golfen würden, würde ich es auch nicht machen. Aber wie war so der 60. Ich habe gelesen, ist ein bisschen ruhiger verlaufen als der 50. vor 10 Jahren. Da haben sie noch ein Benefitspiel gemacht mit 40.000 Zuschauern. Jetzt so eher der intimere, privatere Rahmen? Ja, das war, würde ich sagen, das Kontrastprogramm. Vor 10 Jahren waren es, wie Sie gerade gesagt haben, 40.000 im Stadion und danach nebendran in der Arena im Karl-Benz-Center, ich glaube 1200 Leute. Und diesmal waren es 30 nur Familie. In einem Remsbesen in Winterbach bei meinem Freund, beim Axel Schmieg. Und da haben wir uns mit der Familie ein schönes Essen gegönnt. Meine Kinder haben ein paar nette Gedichte aufgesagt und ein paar Einspieler hat mein großer Sohn besorgt von Freunden und Bekannten. Also es war eine ganz nette kleine Runde und als Überraschung kam der Jochen Röttgermann vom VfB mit dem Fritzle. Und da wir auch 5, 6 Kinder hatten, waren die natürlich total begeistert, dass das Fritzle in die Besenwirtschaft kommt und ein paar kleine Giveaways verteilt. Aber wie war so das Gefühl? 60? Ich weiß, bei mir vor ein paar Jahren, der 50. war auch so ein einschneidendes Erlebnis im Leben ein bisschen. Wie geht es dann weiter jetzt mit 60? Also ehrlich gesagt denke ich gar nicht groß drüber nach, weil für mich ist es wichtig, dass ich gesund bin, fit bin, mich in meiner Haut wohlfühle und eben weiterhin Freude am Leben habe, Spaß habe, einen tollen Freundes- und Bekanntenkreis, wo ich mich einfach wohlfühle und diesen tollen Menschen auch was mitgeben kann. Also ich denke eher nicht so übers Alter nach, sondern ich sage, ich bin dankbar und auch ein Stück weit demütig, dass ich gesund bin, dass es mir gut geht und ich hoffe, dass es noch eine ganze Weile so anhält. Jetzt haben Sie es ja angesprochen, das Karriereende ist ja dann auch schon ein paar Jährchen her. Viele befürchten immer, so ein Fußballprofi, der fällt vielleicht danach auch so ein bisschen in ein Loch, weil ihm jubeln nicht mehr 40.000, 50.000 zu jede Woche. Wie war es denn bei Ihnen, wenn Sie so auf die letzten Jahrzehnte zurückblicken? Also es war schon damals so, als ich mit 33 aufgehört habe mit dem Fußball, dass ich auch da in kein Loch gefallen bin. Ich hatte Gott sei Dank ein tolles Angebot von Swarovski damals, war da 2 Jahre weltweit im Marketing tätig und daran angeschlossen hat sich dann eigentlich 10 Jahre Medienlandschaft. Beginn war mit dem Reinhold Beckmann damals bei Sat.1 mit Ran Ranissimo, Italienfußball. Also es gab bei mir eigentlich immer tolle Aufgaben, auch dann für große Firmen, die in die EM und WM als Sponsoren involviert waren und dann auch Vorstandstätigkeit VfB, Aufsichtsrat VfB. Also es gab immer ganz tolle Aufgaben, in denen ich mich wohlgefühlt habe und so ist auch die Zeit unheimlich schnell vergangen. Also ich habe nicht irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin jetzt in der Phase, wo ich mich in irgendeinem Tief oder einem Loch befinde, sondern es war immer was geboten.
Und Sie haben es vorhin auch angesprochen, Sie kicken noch ab und zu beim VfB, das heißt, Sie sind auch noch nahe dran. Wie haben Sie denn dann im letzten Jahr diesen Abstieg miterlebt, den ersten seit 40 Jahren? Viele sagen ja immer, ja, kann so eine selbstreinigende Wirkung haben, da kann man wieder was Neues aufbauen. Wie haben Sie es empfunden? Also zunächst war ich nicht nur enttäuscht, sondern habe auch Angst gehabt, dass, weil natürlich ein Riesenloch dann vorhanden ist im Budget, da geht es gleich mal um 40, 50 ja, Millionen weniger. TV-Gelder. Das ist das Maß der Dinge, dass du halt als Zweitligist nur einen Bruchteil von dem bekommst, als wenn du in der Bundesliga spielst. Und da hatte ich eigentlich Angst, dass der VfB aufgrund dieser mangelnden Einnahmen schwächelt und es nicht gleich schafft, wieder aufzusteigen. Und Gott sei Dank war das Gegenteil der Fall. Ich denke, dass der Hannes Wolf da einen super Job gemacht hat, mit aus der Mannschaft das Optimale rausgeholt hat. Waren Sie da gleich überzeugt? Also nach dem Abgang von Luhukay, so ein junger Trainer, wenig Erfahrung noch? Na, überzeugt in dem Moment, wo der Hannes Wolf kam, nicht unbedingt, aber eigentlich zuversichtlich, weil man gemerkt hat, dass der VfB in der zweiten Liga schon eine dominante Rolle spielt und zusammen mit Hannover, die ja letztendlich dann auch aufgestiegen sind, schon die Liga dominiert hat. Es gab zwei, drei Rückschläge, aber die hat man wieder gut kompensiert. Und in der Bundesliga ist es halt so, dass gewisse Fehler, die du machst, auch oft, wie man im Tennis sagt, so unforced errors, also eigentlich unnötige Fehler, knallhart bestraft werden. Und in der zweiten Liga, wo die Qualität halt doch nicht ganz so groß ist, man eher sich so ein bisschen durchmogeln kann. Also ich denke, es war eine Mischung aus mehreren Sachen, aber Fakt ist, dass der Hannes Wolf es auf jeden Fall hingebracht hat, die Mannschaft so unter Spannung zu halten und so zu fokussieren, dass man unbedingt an diesem 21. Mai in die Bundesliga wieder aufsteigt. Und Gott sei Dank ist es da gelungen. Übrigens ja auf den Tag 40 Jahre nach unserem Aufstieg, was total kurios ist. Aber so richtig Ruhe ist er dann trotzdem nicht eingekehrt. Dann gleich die Entlassung von Schindelmeiser. Es hat mit der Ausgliederung, nicht alle Fans waren dahinter gestanden. Die Abstimmung war dann doch relativ deutlich. Wie haben Sie denn diese Phase, so diesen Übergang von der zweiten dann in die erste Liga auch miterlebt? Also da habe ich mir große Sorgen gemacht um VfB, weil da war wirklich ein Vakuum da. Und man muss sich vorstellen, es kommt ein neuer Trainer mit Jos Luhukay, der eigentlich Präsident und Manager und Trainer in einem, in Anführungszeichen, ist, weil ja niemand da war. Und da, denke ich, hat der Aufsichtsrat in Form von Martin Schäfer, Wilfried Port und Jenner einen absoluten guten Job gemacht, weil die haben damals im Hintergrund die Zügel in der Hand gehabt und das Ganze beieinander gehalten, geschaut, wer könnte Manager sein, wer könnte dann langfristig gesehen auch ein Präsident sein. Und da hat der Martin Schäfer als Aufsichtsratsvorsitzender schon auch Unglaubliches geleistet. Das wissen viele gar nicht, aber ich habe es natürlich mitgekriegt, weil das ja auch Kollegen waren von mir früher im Aufsichtsrat. Und da muss ich sagen, Hut ab, wie sie das hinbekommen haben. Denn es war so, dass der Verein vor einer ganz schwierigen Entscheidung stand oder überhaupt einen schwierigen Moment hatte, dass er weiter existiert. Also plötzlich keinen Manager, keinen Präsident zu haben und einen Trainer, der neu dahin kommt und noch nicht genau weiß, was los ist, das ist brandgefährlich. Aber ich bin froh, dass es gut gegangen ist. Okay, dann schauen wir doch mal gleich auch noch auf die Neuzugänge und auf den Start vom VfB in die neue Saison. Verabschieden uns aber erstmal ganz kurz in die Werbung. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum Stadtgespräch. Unser Gast immer noch Hansi Müller. Wir haben schon angefangen, über den VfB zu sprechen. Wollen wir es ein bisschen fortsetzen noch? Herr Müller, als dann zum Trainingsauftakt gab es ja nur zwei neue. Reschke ist dann gekommen, sollte den Kader noch ein bisschen zusammenstellen. Der VfB hat aber erst relativ spät auf dem Transfermarkt zugeschlagen, hat dann aber mit Aogo, mit Beck, mit Bartstuber, auch mit diesem argentinischen Jugendnationalspieler, doch noch Qualität bekommen. War es der richtige Weg, dann auch lange zu warten? Ja, es ist natürlich immer die Frage, einmal was der Markt hergibt und wenn er was hergibt, wie sieht es finanziell aus? Und da kann natürlich der VfB nicht jedes Ding mitgehen und deswegen haben sie sich auch von dem einen oder anderen Spieler dann verabschiedet, weil andere Vereine viel mehr geboten haben. Und deswegen war es wichtig, dass man am Schluss nicht nur Talente, sondern auch noch erfahrene Leute bekommen hat, mit Zieler, mit Bartstuber, mit Beck, mit Aogo. Und eine ganz wichtige
Funktion in der Mannschaft hat eindeutig der Holger Badstuber. Mhm. Er hat eine riesen Erfahrung. Aber sehr verletzungsanfällig, ne, wenn man auf die letzten Jahre blickt. Man kann jetzt nur wünschen, dass er gesund bleibt. Ich habe kürzlich mit ihm gesprochen. Wir kennen uns schon sehr lange, weil er mit meinem Sohn, die beiden haben zusammen beim VfB in der Jugend gespielt, vor vielen Jahren. Und der Holger ist einfach so ein Winner-Typ und auch einer, der nicht nur kicken kann und ein gutes Auge hat, sondern auch dieses Siegergehen hat. Er war 8 Jahre bei Bayern, der kennt Verlieren gar nicht so richtig. Und der ist auch total angefressen, wenn sie verlieren. Und der Holger hat eine ganz, ganz wichtige Aufgabe in dieser Mannschaft, auch in Bezug auf den Trainer. Der Hannes Wolf ist ein sehr junger Trainer, hat in der Bundesliga bisher noch keine Erfahrung. Deswegen ist es wichtig, dass er solche erfahrene Spieler hat. Und wie gesagt, allen voran eben der Holger Badstuber, der da einen Fundus hat und eine Routine aufgrund der Vergangenheit, die durch nichts zu ersetzen ist. Aber dennoch so auswärts klappt es ja momentan noch nicht so richtig. Ne? Also noch kein Punkt auswärts. Das ist natürlich schon auch eine schwierige Situation. Und irgendwann wirst du als Aufsteiger auch auswärts mal Punkte holen müssen. Das ist richtig. Wenn du deine Heimspiele gewinnst, passiert nichts, dann steigst du auch nicht ab. Aber man hat ja auch gegen Augsburg gesehen, ist bloß ein Punkt rausgesprungen. Also man muss schon auswärts was holen. Ich glaube, dass die Mannschaft gerade am Gladbacher Spiel gezeigt hat, wo sie in der ersten Halbzeit eher zurückhaltend waren und dann nach dem 2-0 Rückstand angreifen mussten, dass sie gezeigt haben, dass sie ja Qualität nach vorne haben. Und wenn sie mehr riskieren und mehr investieren nach vorne, dann geht auch was. Und da waren dann 3, 4 super Torchancen da. Also ich denke schon, dass der VfB auswärts ein Stück weit mutiger auftreten muss und vielleicht auch ein bisschen mit mehr Risikobereitschaft. Sonst gehst du jedes Mal unter und das kann es natürlich nicht sein. Aber würden Sie sagen, Sie liegen momentan so im Soll für einen Aufsteiger? Ich würde sagen, Sie liegen einigermaßen im Soll. Wichtig ist halt, dass du vor allem zu Hause deine Punkte sammelst. Als Aufsteiger ist es natürlich immer schwierig, auswärts, gerade auch mit der eher jungen Mannschaft zu bestehen. Aber ich glaube auch, dass die Mannschaft sich steigern wird, zusammenfinden wird. Es sind sehr viele neue Spieler in die Mannschaft gekommen. Viele haben noch gar keine Bundesliga-Erfahrung, sind aber talentiert. Und da sind eben die Erfahrenen gefragt, da auch in die Mannschaft zu investieren, einzuwirken, damit das Ganze funktioniert. Herr Müller, vielen Dank. Schon mal soweit. Haben Sie noch ein bisschen Zeit? Dann wird man das Gespräch nächste Woche noch fortsetzen. Sehr gerne. Das war's dann also für heute, für diese Ausgabe mit Hansi Müller. Den zweiten Teil gibt's dann nächste Woche. Bis dahin, schönen Abend noch.